Hallo meine Lieben, es war so viel los in der letzten Woche bei uns. Unter anderem gab es kein Video von mir, weil ich war sehr viel damit beschäftigt, Dinge zu regeln für die Versicherung und Co., denn bei uns hatte man das Auto aufgebrochen. Das Auto musste abgeschleppt werden, es war nicht mehr fähig zu fahren. Das Auto wurde extremst brutalst auseinandergerissen. Ich werde euch noch vielleicht ein paar Bilder einblenden an der Stelle. Man hat alles rausgenommen, was irgendwie wiederverwertbar ist. Wir haben einen ziemlich neuen BMW und das muss wohl eine Großbestellung gewesen sein, laut dem Polizeipräsidium, wo wir dann noch waren. Denn er sagte, hier bei uns in der Straße und in der Seitenstraße wurden sämtliche BMWs aufgebrochen, finde ich ultra übelst und sehr brutal und ziemlich heftig, wenn ich mir überlege, dass Leute dann wissentlich an die Grenze fahren mit einem Auto in einer Grundausstattung und sich dort einfach sämtliches Zubehör einfach kaufen, im Wissen, dass das einfach alles geklaut ist. Das finde ich irgendwie echt brutal. Aber ich meine, gut, es passieren so viele schlechte Dinge auf dieser Welt. Ja. Die Menschheit ist einfach schlecht manchmal, denke ich echt ganz ehrlich. Mein Gott, was geht denn hier eigentlich ab? Ja, jetzt habe ich natürlich auch Angst um mein Zuhause und jetzt habe ich einen Termin gemacht beim Kriminalkommissariat und dort machen die Führungen. Ich dachte, die kommen zu einem nach Hause und gucken sich das alles an, aber nein, die machen Führungen und zeigen dann dort Sicherheitssysteme auch für die eigenen vier Wände und wie man dort auch nochmal vielleicht besser nochmal Dinge absichern kann. Dann geht es auch um gewisse Beschläge für die Türen, für Fenster, für Keller, Gitter und so weiter. Ja, das finde ich ganz gut. Ich werde da hingehen, damit ich auch ein bisschen mehr Ruhe habe im Kopf und weil ich war danach schon ein bisschen aufgewühlt, denn hier klingelte es dann plötzlich 3 Uhr morgens, die Polizei stand vor der Tür und dann ist mein Mann rausgegangen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und dann, jetzt haltet euch fest, ich möchte es am liebsten gar nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt einfach. Ich bin echt so ein vorsichtiger Mensch, ja. Sogar wenn meine Mama bei mir im Auto ist und wir gehen nur mal irgendwie ganz kurz, weiß ich nicht, in die Tankstelle oder mal kurz zum Bäcker, um was zu holen für den Noah oder so, dann sagt sie ja, dann lässt sie einfach ihre Handtasche im Beifahrerraum liegen, die pinke Handtasche, und dann sage ich so, ja, Mama, nimm die jetzt mit oder pack die in den Kofferraum. Wieso, wir gehen doch nur kurz hier rein und wieder raus, weißt du? Und was war? Da kommt mein Mann rein, nachdem die Polizei dann weg war, nachts, und die alles aufgenommen hatten. Und dann hält er mein Portemonnaie in der Hand und sagt, was macht denn eigentlich dein Portemonnaie im Auto? Und das ist alles weg. Die haben aber meine Karten da gelassen. Aber alles haben sie mitgenommen. Ja, und was ich auch echt Horror fand, ich hatte noch so kleine Passbilder von meiner Mutter von ganz früher. Oder von meinem Bruder. Da war der noch irgendwie, weiß ich nicht wie alt. Und von noch ein paar anderen Familienmitgliedern hatte ich ein paar Passfotos in so einem kleinen Minifach in meinem Portemonnaie. Und ja, selbst diese kleinen Fotos mussten die Kerle mit ihren Drecksfingern da rausgefummelt haben. Selbst ich komme da teilweise gar nicht da richtig rein, weil das da so eng ist. Alles flog im Auto rum. Weil man hat alles eingesammelt und mir dann reingebracht. Und ich war echt geschockt. Und dann habe ich am nächsten, also in derselben Minute habe ich dann meine Bank angerufen. Also diese Notrufnummer 116 116 und dann kannst du dann deine Karten sperren lassen. Ich möchte mal kurz mit, ich muss mal einen Kaffee machen. Ja, ich stehe jetzt nicht mehr unter Schock. Ich habe mich jetzt beruhigt. Ich habe jetzt dann halt jetzt diesen Workshop sozusagen beim Kriminalkommissariat. Dann nehme ich auch meinen Mann mit hin und dann gehen wir da hin und dann werden wir da mal gucken, was wir da machen. Wo ist denn jetzt mein Kaffee da? Ach, guck mal, ich sehe gerade den Snowtrooper und Darth Vader. Und da fährt der Noah gerade voll ab. Das ist gerade bei uns hier voll angesagt, ja. Darth Vader und Snowtrooper und Noah liebt die beiden Figuren. Manchmal spielt er auch mit den beiden und lässt sie sich in den Arm nehmen. Und dann tröstet der eine den anderen, so wie Mama und Kind irgendwie. Und letztens morgens ist er wach geworden und dann nahm er den Darth Vader in den Arm, hat mit ihm dann so gekuschelt. Aber witzig. Der liebt seine Star Wars Figuren. Star Wars, da rennt er hier rum. Und was voll abgefahren ist, ich muss immer Feuerwehrmann Sam spielen. Ich bin immer der Feuerwehrmann Sam, der Retter in der Not und muss immer mit diesem Helm hier spielen. Ich habe diesen Helm ja nur gekauft, ne? Ist ja klar.
Aber nein, die Mama muss damit spielen. Vor allem dann, wie ich aussehe. Der Gas Geile ist, ich habe ihm den Helm gekauft, aber ich musste mir aufsetzen. Er bringt mich dazu, dass ich ihn mir aufsetze. Dann muss ich immer alles klar sagen, alle Löschfahrzeuge in Position, und dann rennen wir hier rum durch die Bude. Und dann sagt er, nein, Mama, stopp. Ich sag, was denn? Was ist los? Du musst das zumachen. Dann lispelt er schon mal, ne? Zumachen. Dann muss ich hier immer das zumachen. Und das Schlimme ist, das ist total eng. Und ich kann halt nicht so gut rumrennen. Und dann muss ich immer hier die Ansagen machen und immer hier durch die Wohnung mit ihm rennen. Und dann rennen wir echt immer von der Couch zum Esstisch, vom Esstisch in die Küche, von der Küche ins Kinderzimmer. Rennen wir überall rum und löschen sämtliche Brände. Überall wird da Wassermarsch gespielt. Und dann habe ich ja hier von meinem Bosu Ball, habe ich ja so Handgriffe. Und womit du auch so Armübungen machen kannst, aber da, die benutzen wir dann und dann spielen wir damit Feuer löschen. Dann rennen wir hier die ganze Zeit rum und dann wird rumgeschrien, yeah, Wassermarsch, Wassermarsch. Findet der voll abgefahren, weil ich muss jetzt mal abmachen. Das ist bei uns gerade so voll in, also Feuerwehrmann-Sam, das geht hier voll ab. Ja, was ist noch passiert? Ja, wir waren im Musical mit meinem Bruder und seiner Freundin. Das war ein längst überfälliges Geschenk für sie und das war toll. Da waren wir im Cirque du Soleil in Düsseldorf und das war richtig, richtig cool. Und das war der erste Abend, den mein Mann und ich mal alleine unternommen haben, wo wir mal wirklich was gemacht haben für uns. Und dann haben wir natürlich die Mausis gefragt, unsere Patentanten. Und also die Patentanten von Noah, nicht unsere. Ja, dann waren die das erste Mal alleine mit ihm hier bei uns und das war voll süß. Die haben mit ihm Plätzchen gebacken und die waren so, so süß. Die haben dann schon einen Tag vorher Plätzchenteig vorbereitet und dann haben die Sachen eingekauft, so buntes Zeug zum drauf machen nachher für die Kekse. Und ich muss euch unbedingt mal die Kekse einblenden, die habe ich auch extra fotografiert. Dann haben die Plätzchen gebacken mit dem Kleinen und dann haben die mir immer wieder Fotos geschickt unterwegs, als wir da hinten waren im Musical. Und immer wieder hatte ich das Handy in der Hand. Ich hatte das die ganze Zeit in der Hand. Ich denke so, oh, hoffentlich geht das gut. Weil wir haben das noch nie gemacht, dass er alleine wirklich mit denen den ganzen Abend verbracht hat, bis zum Einschlafen. Das heißt, ich habe die beiden auch schon Wochen vorher gebrieft. Immer wieder habe ich so Situationsvideos geschickt, wie zum Beispiel, wenn wir am Tisch da vorne sitzen. Ich zeige euch das mal. Wenn wir da vorne am Tisch sitzen. Noah, der liebt das. Der liebt irgendwelche bekloppten Gespenster. Und dann muss ich immer Gespenster malen. Ne? Also ich muss immer Feuerwehrmann Sam spielen oder ich muss irgendwelche Gespenster malen. Oder wir rennen hier mit seinem Kapuzenhandtuch durch die Gegend rum und dann jagen wir die Gespenster. Auf jeden Fall sind wir immer nur am Dinge jagen hier in der Bude. Und ja, dann habe ich dann immer so Videos geschickt, wie ich ein Gespenst male. Oder Videos geschickt, wie er hier oben auf der Kaffeemaschine sitzt und weil er macht ja immer den Kaffee für uns und den Milchschaum. Ne? Und dann noch mit dem Kakaopulver da rein und so. Ja, also einfach so situative Dinge oder wo er gerne sitzt. Hier zum Beispiel unter der Küchentheke sitzt er da schon mal gerne und dann ist das seine Höhle. Ja, und das Wickeln. Ne? Ich musste ihm ja auch zeigen, wie man den kleinen Mann wickelt. Und darauf achten, dass wenn man wickelt, dass der Pillemann noch unten ist und so weiter. Ja, und was er anzieht, so zum Schlafen gehen und Zähne putzen, Zahnpasta und halt so die Abläufe der Rituale. Ich sehe gerade, das Bild ist irgendwie schief. Das ist dieses Stativ, ne? Mein neues Stativ, Leute. So, ich muss das noch ein bisschen einstellen hier. Irgendwie. So. Ja. Auf jeden Fall, ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Moment. Ja. Auf jeden Fall, habe ich den. Ja, aber ich bin echt hier so richtig guten Gewissens bin ich dann hier weggefahren und ich war mir total sicher, dass das wohl super gut funktionieren wird. Weil die beiden sind auch so süß gewesen mit ihm, echt. Ich fand das so entzückend. Dann hat die Sandra hat ihm dann eine Geschichte vorgelesen hier auf der Matte, auf meiner Fitnessmatte und hat oder nee, nicht vorgelesen, erzählt aus dem Kopf heraus. Hat sie ihm irgendwas erzählt und wir kommen wieder. Das war so gegen 11, glaube ich. Und dann sagten dann haben wir die beiden. Ich hatte so unterwegs schon dahin. Ich so, boah, Chris, fahr mal ein bisschen schneller, ne? Da habe ich noch gedacht, so, boah, die sind bestimmt jetzt fix und fertig und keine Ahnung was. Und dann meinten die, nee, es war alles toll, es war echt richtig super, wollt ihr nicht nochmal den nächsten Mal einen Tag wegfahren oder irgendwie mal einen Abend für euch haben, wir wollen ihn nur sofort wieder nochmal nehmen und so, es war so schön, haben die gesagt. Es hat mich gefreut. Es hat mich so gefreut. Ja, es hat mich so gefreut und auch erleichtert. Und es war alles kein Thema mit den beiden, mit Pampers und Anziehen und Gesicht waschen, nachher eincremen, Zähne putzen
Und schlafen und bla, es war alles easy und boah, da war ich ja echt erleichtert. Cool. Ja. Jetzt können wir demnächst auch mal was machen, mein Mann und ich. Wir waren ja jetzt schon zusammen auf einer Hochzeit, zweimal. Und jetzt diese Geschichte, wo wir mal zusammen wechseln und er wirklich woanders dann auch mal war. Also woanders ist gut. Bei meiner Schwester, mit meiner Mama zusammen und jetzt halt mit den Mausis. So. Das hat schon mal sehr gut geklappt, darüber bin ich total glücklich. Ach, und die Mausis haben dem Noah total süß den hier mitgebracht. Ja, auch von Star Wars, der kleine BB-8. Der ist so süß. Ich finde den so süß. Und guck mal, hier kannst du sogar das Licht anmachen. Und nach 30 Sekunden geht das Licht aus. Und er ist so weich, das ist wie so ein Kissen, nimmt er mit in sein Bett. Und der ist echt total süß. Das ist so unser kleines Baby, damit spielen wir dann halt, ne? Ich kann euch das ja mal unten verlinken in der Infobox, falls ihr euch dafür interessiert. Und den Helm. Helm ist der Knaller, echt. Weil ich hab ja noch so ein paar Spielsachen, die sind verpackt und die lasse ich immer da, wenn jetzt irgendwie mal Besuch kommt oder wenn Kinder da sind oder jetzt wie die Mausis, die waren auch, als Mausis da waren zum Aufpassen. Ich habe noch so eine Holzeisenbahn, noch komplett verpackt und die habe ich denen auch gegeben. Ich so, das könnt ihr dem Noah geben. Wenn jetzt irgendwie eine blöde Situation aufkommen sollte und er weint oder ruft nach uns, dann könnt ihr halt Geschenke spielen oder dass ihr ihm halt ein Geschenk macht. Und dann ist er ja erstmal total abgelenkt mit sowas. Ne? Also sowas habe ich immer zu Hause für alle Fälle. Und dann gibt es halt irgendwie so ein Spontangeschenk oder so. Also so, ihr wisst schon, ne? So als Backup sozusagen. Ne? Ich sorge ja vor. Ich bin ja so ein Kontrollfreak. Ich bin echt ein Kontrollfreak. Ich habe für alles immer Plan B, C, D und alles immer durchdacht. Sämtliche Szenarien. So bin ich irgendwie gestrickt. Aber ist ja auch gut so, ne? Ja, auf jeden Fall die Sache mit dem Einbruch, das fand ich echt schlimm. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt mache mit dem Kriminalkommissariat. Das gibt mir auch ein bisschen mehr Sicherheit und Ruhe. Überlegung ist natürlich, ob ich mal so einen Selbstverteidigungskurs mache. Aber erstmal muss ich dann lernen, dass, wenn mich einer angreifen sollte, dass ich nicht in Schockstarre verfalle. Also, dass das erstmal der Fall ist. Ja, aber da kriege ich schon hin. Wenn ich nämlich einmal anfange zu labern, dann rennen sie alle sowieso von selber weg. Ich quatsche ja jeden im Grund und Boden. So, das war erstmal von uns. Erstmal der Einbruch. Dann habe ich euch jetzt ein bisschen was erzählt über Star Wars und Feuerwehrmann Sam und über die Mausi-Action hier bei uns zu Hause mit dem Plätzchen backen. Das war auf jeden Fall ein voller Erfolg und ich bin darüber sehr erleichtert. Ja, ich bin gerade dabei, einen Trailer zu schneiden. Einen Kanaltrailer. Und ja, das ist praktisch so ein kleiner Zusammenschnitt von mir von den letzten Jahren irgendwie. Und auch Bilder aus der Schwangerschaft sind auch mit dabei. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ich denke, ich schaffe das diese Woche online zu stellen. Ich bin selber schon sauf, sehr gespannt auf das Ergebnis. Und wo immer ihr auch gerade seid, passt immer gut auf euch auf. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns die Tage. Macht's gut. Tschüss.